alle zusammen. Ich bin Elena und ich bin deine Lieblingsdeutschlehrerin. Heute sprechen wir über Gerundiv. Hast du schon mal das gehört? Wenn nicht, dann bleib einfach dran. Also, Gerundiv. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und hat eine passive Bedeutung. Schau mal her. Ich zeige dir jetzt ein Beispiel ohne Gerundiv. Stell dir vor, deine Lehrerin kommt in die Klasse und sagt: Oh, liebe Schüler, es ist schon so heiß und diese Aufgabe im Buch schaffen wir nicht mehr. Diese Aufgabe, die wir erledigen müssen, müssen wir leider auf morgen verschieben. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen. So, wie lange habe ich jetzt gesprochen? 2 Minuten. Sehr, sehr lange. Aber Gerundiv hat eine Funktion, dass er meinen Satz einfach verkürzt. Ich werde sehr viel Information einpacken, aber nicht so viel bla 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 machen. Schau mal. Genau diese Situation sage ich anders, mit Hilfe vom Gerundiv. Die zu erledigende Aufgabe verschieben wir auf morgen wegen der Hitze. Auf Wiedersehen. Schau, du hast mich verstanden und ich habe weniger als 1 Minute gebraucht. Wahnsinn. Genau, Gerundiv wird in der gehobenen, mündlichen und schriftlichen Sprache verwendet. Wie bildet man Gerundiv? Gerundiv bildet man sehr leicht. Du benötigst Partikel zu plus Infinitiv vom Verb planen, gehen und so weiter plus d und eine Adjektivendung am Ende. Zum Thema Deklination der Adjektive schau bitte noch alle meine 2 Videos, die ich habe. Aber jetzt sind wir beim Gerundiv. So, also nochmal zu plus Infinitiv, d und Adjektivendung. Damit du besser Gerundiv verstehst, es beschreibt eine Notwendigkeit oder eine Möglichkeit. Etwas kann, muss oder darf nicht oder soll gemacht werden. Etwas muss gemacht werden. Zum Beispiel, der Termin, den ich planen muss, das ist der zu planende Termin. Genauso zum Beispiel, du musst diese Bücher für die Prüfung lernen. Oder lesen. Das sind die zu lesenden Bücher. So, und heute noch ein Bonus für dich. Heute Abend um 19 Uhr abends, europäische Uhrzeit, starte ich mein kostenloses Webinar zum Thema mündliche Prüfungsvorbereitung, Prüfung B2, alle Prüfungsformate. In der Infobox findest du Link zum Webinar und du kannst dich schon jetzt einloggen und bis 19 Uhr, um 19 Uhr fangen wir an. Dieses Webinar gibt es heute am Mittwoch und morgen am Donnerstag um 19 Uhr. Ich freue mich, wenn ich dich live sehen kann, wenn du mich live sehen kannst und wir sehen uns. Tschüss!